Nach dem Mittagessen in Heinrichstein beim Käsemacher eine kurze Fahrt weiter zum jetzigen Markt Eggern. Die dem Heiligen Geist geweihte Kirche stammt aus dem Jahr 1792 und ist leider geschlossen. Hier entschließe ich mich, auf den gut markierten Bengerweg Nummer 33 zu gehen. Es ist einer der drei Wanderwege des Ortes. Hier zweige ich vom Weg 33 ab und komme zu einem weiten Blick über die Felder Richtung Eggern und Umgebung. Hier gab es den krähenden Hahn. Und nach dem verlängerten Wanderweg wieder zurück nach Eggern. Gleich nach der Brücke über den Romaubach beginnen die weiten Wiesen und Felder. Hier zweige ich vom Weg 33 ab und komme zu einem weiten Blick über die Felder Richtung Eggern und Umgebung. An einigen Bauernhäusern vorbei und an interessanten Felsformationen bewundere ich den Hahn, der so intensiv für seine Familie sorgt. Bald komme ich wieder zu dem verlassenen Bauernhof und auf den mir schon bekannten Weg zurück nach Eggern. Eggern breitet sich durch die Neusiedlungen stark aus und nach ca. 2 Stunden 20 Minuten komme ich wieder zum Marktplatz und Ausgangspunkt und fahre am Rückweg weiter nach Schrems. Hier besuche ich das Kunstmuseum von Valamis mit Eintritt von 57 Euro und durchwandere zuerst den Park mit den großen Installationen und Plastiken. Ich war unter der interimistischen Leitung Bertone an der Meisterklasse für angewandte Kunst der Lehrer von Heide Valamis. Die Familie Valamis hat sich in den Jahren ein fantastisches Kunstimperium aufgebaut.
Arbeiten von Heide und Marques Valames im Museum. Marques ist vor kurzem verstorben.